Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Arbeiterwohlfahrt hier, seien Sie recht herzlich willkommen zu unserer verspäteten offiziellen Einweihungsfeier unserer Kita hier. Ja, auch so manches alte Lied gehört zu meinem Leben, half mir, wenn ich gefallen war, mich wieder zu erheben. Da fließen Brunnen klar und kalt, wer daraus trinkt, wird nimmer alt. Und warum solche Brunnen nicht doch wirklich geben? Hannelore, liebe Freundinnen und Freunde der Arbeiterwohlfahrt Wiesbaden, ich habe das Gefühl, in diesem Jahr kommt die AWO Wiesbaden aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Eine Einweihung jagt die andere. Deshalb ist der heutige Tag nicht weniger schön. Das ist kein Marathon, das sind wirklich Einzelprojekte, die jedes für sich auch eine Feier wert sind. Das Haus ist nach Gerd Panik benannt. Ich habe den Gerd lange Jahre gekannt, in der SPD in verschiedenen Bereichen mit ihm auch zusammengearbeitet, im Ortsverein, Ortsbeirat, eine Zeit lang auch im Stadtparlament. Und immer wenn der Gerd mit jungen Leuten zu tun hatte, hat er den anderen Leuten gesagt, das sind unsere Hoffnungsträger. Ich weiß nicht, wie oft ich es gehört habe. Unzählige Male. Und dann passt es gut, dass ein solches Haus für Kinder nach ihm benannt ist. Im Lied hieß es vorhin, das Gerd Panik Kinderland. Finde ich auch ein wunderschöner Titel, weil das ist ein Haus für Hoffnungsträger. Kinder sind unsere Zukunft und die Erziehung unserer Kinder zählt zu den wichtigsten Aufgaben überhaupt. Zur heutigen Feier möchte ich Ihnen die Grüße der gesamten Wiesbadener Stadtverordnetenversammlung und von unserem Vorsteher Wolfgang Nickel ausrichten. Ich mache das besonders gern, weil diese Kita den Namen eines großen Kommunalpolitikers trägt, Gerd Panik. Die Verdienste, die sich Gerd Panik im Laufe seines Lebens erworben hat, können gar nicht erschöpfend aufgezählt werden. Das Soziale, der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, das sich kümmern um die Schwachen und die Unterprivilegierten, das alles stellte Gerd Panik in den Mittelpunkt seines Wirkens, auch in seinem kommunalpolitischen Amt. Eine Kita nach ihm zu benennen, passt daher nur zu gut. Wenn Kinder im Geiste Gerd Paniks erzogen werden, erfahren sie schon früh, wie wichtig es ist, sich als Teil einer sozialen Gemeinschaft zu begreifen, in der kalter Egoismus keinen Platz haben darf. Und ich freue mich und bedanke mich beim Kreisvorstand, dass der Name Gerd Panik hier mit dieser Kita verewigt wird. Ich denke, er hat in seinem Leben viel für diese Arbeit der Wohlfahrt auf Kreis-, Landes- und Bundesebene geleistet. Und es ist eine würdevolle Angelegenheit, dass er auch jetzt auf diese Weise eben nochmal gewürdigt wird. Und wir freuen uns alle, insbesondere natürlich die Mutter Panik, dass hier eben dieser Name erhalten bleibt und wir natürlich als Familie auch. Es zogen einst fünf wilde Schwäne, Schwäne leuchtend weiß und schön. Es zogen einst fünf wilde Schwäne, Schwäne leuchtend weiß und schön. Diese Kindertagesstätte ist, wie ich finde, wir sind unheimlich stolz drauf, super schön geworden. Die Kindertagesstätte in den Eichen war immer die beliebteste der Arbeiterwohlfahrt, nicht weil die anderen Mitarbeiter in anderen Einrichtungen keine gute Arbeit machen, sondern weil das einfach ein Juwel ist, dieses Grundstück, das wir hier schon haben. Ich habe es gerade vorhin der Dame, der netten Dame vom Kurier erzählt. Wir haben viele Anrufe, das ist kein Witz, da ruft eine Frau oder ein Mann an, sagt, also die Frau sagt, ich bin schwanger, oder der Mann sagt, meine Frau ist schwanger, anders geht es ja noch nicht. Der Frauenarzt hat uns das gerade gesagt, wir möchten gerne unser Kind unter den Eichen anmelden. Wenn der Test gemacht worden ist, also man kann sehen, wie begehrt die Sache ist, natürlich ist die Einrichtung voll, ganz klare Angelegenheit. Und wie gesagt, es war immer ein Juwel, wenngleich die Hilfi sich mit beengten Räumen zufrieden geben musste und auch ein Büro hatte, naja, eher ein Schuhkarton, aber wie gesagt, wer möchte, kann nachher sich durch die Einrichtung führen lassen. Wir haben neben jeder Gruppe einen Funktionsraum. Wir haben Räume, um mit Eltern Gespräche zu führen. Wir haben Kriseninterventionsraum. Wir haben hier diese Turnhalle. Wir haben einen Raum, wo Eltern, die kommen und ihre Kinder bringen,
den Kinderwagen, den Buggy abstellen können. Den mussten wir früher mit nach Hause nehmen und dann wieder bringen, wie praktisch. Also alles, was an pädagogischen Dingen heute bekannt ist, nehmen es nicht für mich in Anspruch, dass wir alles wissen, was in 10 oder 15 Jahren sein wird, obwohl es könnte ja auch noch mal schlechter werden. Das ist hier verwirklicht worden. Wir haben unsere vorgegebenen Mittel um keinen Euro überschritten. Und das ist eine Leistung bei dem, was hier entstanden ist. Wirklich super, wo Leute sich jetzt anmelden und besichtigen wollen, wo ich sagen muss, Chapeau, Hut ab. Und wir werden weiter noch bauen, ich sage gleich was dazu. Und ganz bestimmt wieder mit Diana Seliger-Klepper. Mann, wir schreiten Zeit an Zeit und die alten Lieder singen und die Wälder wieder klingen. Fühlt mir, es muss gelingen, mit uns zieht die neue Zeit, mit uns zieht. Elementarkunst, das heißt Alter 3 bis Eintritt in die Schule und 2 Krippengruppen, also insgesamt 7. Hier oben sind 3 Elementargruppen und unten sind 2, das schon mal vielleicht als Information. Wir haben ein, ich sag mal, ein bisschen das Konzept ein bisschen mehr teiloffener gestaltet, dadurch, dass wir jetzt hier den Vorteil haben, durch die Treppe, dass die Kinder auch die Möglichkeit haben, alle Funktionsräume mitzunutzen. Das machen die aber primär so ab mittags. Also vormittags spielen die schon gerne in ihren Gruppenräumen oder in den angrenzenden Funktionsräumen. Die Kinder ganz schön, also auch diese großen Fenster. Ja, 21 jeder Gruppe. Ja, absolut. Also wir haben sehr, sehr stark darauf geachtet. Ja, also, Wandgestaltung, das muss alles wachsen. Ja, und wir haben einen situationsorientierten Ansatz, das heißt, die Situation der Kinder wird beobachtet. Ja, alles wunderschön. Es muss doch Spaß machen, hier zu arbeiten. Ja, oder? Das ist wirklich ganz toll. Also, man fühlt sich schon sehr privilegiert, hier arbeiten zu dürfen. Also, es macht wirklich viel Spaß und jeden Morgen freut man sich, wenn man in diese Räume kommt. Und ja, es ist einfach toll. Thank you.